still remember the start of December. Me and your sweater, you said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I like you. But I watch your eyes as she walks by. Why is I for so eyes brighter than a blue sky? She's got you mesmerized. Guck mal, wie der Vincent guckt, der ist ganz verknallt. But I died. Why would you ever kiss me? I'm not. But you like her better. Wish I were. Sehr schön. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Ich heiße Chris. Ich bin 13 Jahre alt. Und wo kommst du her? Aus Jechting, Nähe von Freiburg. Und hattest du gerade die ganze Zeit die Augen zu beim Song? Ich habe gesehen, dass die Augen so offen waren, auch immer so... Stell wieder zu. Voll erschrocken. Wie? Aber das fand ich auch so schön. Also ich bin hier hinten gesessen, als ich noch umgedreht war. Und ich war so, oh Mann, das ist gerade so richtig, ich könnte mich gerade so richtig schön wegträumen. Du hast so eine warme Ausstrahlung deiner Stimme. Und es war so, ey, das könnte ich mir jeden Abend, wenn ich mich auf mein Sofa setze, mir reinziehen, dass du mit der Gitarre reinkommst und mir schön abends was vorspielst und mir gut geht und ich ein warmes, wohles Gefühl bei mir habe. Schreibst du Songs selber? Ja. Hast du schon eigene Songs geschrieben? Wirklich? Hast du mal Bock, einen zu spielen? So mal anzuspielen. Ja, so, das sehen wir auch mal. Sehr mal so. Gut. Das wäre schön. I saw your profile picture, what's that? It's you with another man. Viel besser. You said it's only your cousin, but I don't think so. Yeah, I don't think so. And then you ask me how I feel. Yeah, it's night, night. Verdammt, Chris, jetzt ärgere ich mich. Jetzt ärgere ich mich auch. Ich hatte gerade voll Tränen in den Augen. Weißt du, was du gemacht hast mit dem Lied? Als ich mein erstes Lied geschrieben habe, war ich unglaublich traurig. Und das hat mir geholfen, ein Lied zu schreiben. Ich habe gerade irgendwie gefühlt, dass du vielleicht auch so Momente hast, wo du denkst, dass es irgendwie manchmal eben nicht klar geht, was da so gemacht wird. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass du mehr bist als nur ein Junge, der singt. Ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, der mit seinem Instrument zusammen was von sich erzählen möchte, wie er die Welt sieht und wie er sich selber sieht. Und das hat mich gerade ganz doll berührt. Ich bin besonders froh, dass ich mich umgedreht habe, weil ich das toll finde und weil
du genau richtig bist hier bei The Voice Kids. Das ist doch das, was die Sendung ausmacht, oder? Dass so jemand wie du hierher kommen kann und spielen kann. Und vor allem finde ich es schön, dass du wirklich mit eigenen Songs auf der Bühne stehen kannst und die singen kannst. Weil genau das ist ja das Ziel am Ende, oder? Ich meine, du möchtest ja wahrscheinlich irgendwann später mit deinen eigenen Songs irgendwo auftreten. Und genau das macht einen guten Künstler aus, dass du selbst deine eigenen Erfahrungen und deine eigenen Gefühle in Songs verpackst. Weil nichts anderes mache ich, nichts anderes machen, glaube ich, hier alle, die hier sind. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept von einem authentischen Künstler. Und ich wollte auch nie der sein, der im Mittelpunkt steht. Ich dachte immer, ich mache ein bisschen Musik für mich, ich schreibe in meinem Zimmer für mich allein. Ich bin bei meinen Großeltern in den Keller gegangen, habe da alleine geschrieben. Und auf einmal ist daraus so eine absurde Karriere geworden. Ich darf hier sitzen und mir Talente wie dich anschauen. Und ich glaube, das Gleiche könnte bei dir auf jeden Fall im Team Vincent auch passieren. Aber bei Steff auf jeden Fall auch. Die finde ich beide mega, wir auch. Leider haben wir es nicht so gut erkannt wie die anderen zwei. Jetzt ist es deine Entscheidung. Ja, ich gehe zu Vincent. Juhu! Herzlich willkommen! Ich darf leider nur so Hallo sagen. Nein. Aber schön, dass du da bist. Komm mal kurz runter, ich habe noch ein Geschenk für dich. Ja! Da ist er wieder! Chris, herzlich willkommen in der Sendung. Wir freuen uns sehr auf dich. Ich weiß nicht, ob du Skateboard fährst oder damit anfangen möchtest. Das ist auf jeden Fall das Team Vincent-Geschenk. Das kannst du mitnehmen. Und vielen Dank, dass du dabei bist und dich für mich entschieden hast. Also ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass du hergekommen bist. Komm, ich bring dich mal mit hier. Geil, ey. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns hinten. Und grüß die ganze Familie, ja?